Mal was Ernsthaftes, können Darios und Beta-Wildformen bei ca. 180 Liter und viel Strukturpflanzen miteinander auskommen? Ich denke schon. Das sollte eigentlich gehen. Ja, die Betas sind ja eigentlich mehr so Mitte bis oben orientiert, während die Darios eher Mitte bis unten orientiert sind. Ja? Und von daher sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Auch eigentlich, selbst wenn die sich überschneiden, sollte das kein Problem sein, weil die Beta interessieren sich nicht für die Darios und die Darios nicht für die Betas. Das ist eigentlich normalerweise überhaupt kein Problem. Ich habe auch festgestellt, dass meine Corridoras auch gerne an den Laubblättern ableichen. Ja. Ja, vor allen Dingen das Schöne ist, diese Biofilme, die sich da entwickeln, das sind meistens Biofilme, die quasi keine pathogenen Keime enthalten. Ja, also das heißt, die haben schon quasi diese Pathogenkeimphase hinter sich. Ne? Also die werden, also diese pathogenen Keime, die also dafür sorgen, dass also der Laich gerne verpilzt, der wird also da quasi übersprungen. Ne? Dazu kommen also, dass die meisten Blätter halt auch Huminstoffe abgeben, die also zusätzlich noch dafür sorgen, dass der Laich einfach weniger Probleme mit Verpilzen hat. Ne? Also deswegen denke ich mal, ist das mit Sicherheit auch für die Tiere eine attraktive Ableichhilfe. Ne? Sind Leopoldis Gruppentiere oder sind die auch so revierbildend? Also letztendlich ist es so, dass also auch Skalare revierbildend sind. Allerdings schließen die sich also eher noch der Gruppe an als Diskus. Zumal, also alleine aufgrund der Größe der Diskus ist es so, dass also das Revier der Diskus auch viel größer ist. Während bei Skalaren, also im 2-Meter-Becken, also durchaus auch eine Gruppe von anderen Skalaren geduldet wird. Aber die dürfen halt nicht in die Nähe des Geleges kommen. Ja, dann werden die weggejagt. Meistens ist es so, dass also wirklich etablierte Paare, wenn die halt ausgewachsen oder nahezu ausgewachsen sind, dass die also auch zusammenbleiben. Auch wenn die kein Gelege haben, dass die dann also alles andere aus ihrem Revier vertreiben. Also von daher sehe ich das bei Skalaren ganz genauso. Es sind auch keine Gruppentiere in dem Sinne. Pinkeln Fische denn überhaupt? Hab das noch nie gesehen. Nein, nicht wirklich. Also Fische, Fische haben auch genau wie wir zwei Formen der Ausscheidung. Ja, die haben einmal, setzen die Kot ab. Ja, den sieht man, und ganz besonders, wenn man Becken neu einrichtet, also nach der Neueinrichtung, da sieht man also wirklich aktiv, dass die Fische richtige Kotschnüre loslassen. Wenn so ein Aquarium länger eingefahren ist, dann sieht man also quasi gar keine Kotschnüre mehr. Außer du hast da irgendwelche Kampfschweine drin, ja, die so Würstchen ablassen. Ja, ist jetzt übertrieben natürlich. Ne? Aber ich sag mal so fette Oscars und Rochen und sowas, ne? Oder Zichlas, hier diese Monsterbarsche und so. Da kann man durchaus schon mal ein bisschen Kot sehen. Und also der quasi Urin der Fische, der wird in Form von Harnstoff, ja, tun wir ja eigentlich auch, ne? In unserem Urin ist also Harnstoff und Salze drin. Ja? Und bei den Fischen ist es so, dass die quasi ihren Urin in Form von Ammonium über die Kiemen abatmen. Ja? Also quasi die pinkeln über die Kiemen. Ja? Also deswegen kann man das natürlich nicht sehen. Man sagt ja, dass sich rote Neon, die mal in hartem Wasser gehalten wurden, nicht mehr vermehrungsfähig sind. Stimmt das? Gibt es denn weiche Neon überhaupt noch im Handel? Hatte vergeblich angefragt. Also es ist nicht so, dass nur weil die mal kurzfristig in härterem Wasser gehalten werden, davon werden die nicht steril. Ja, also das wäre ja der Hammer, ne? Dann würde es ja keine Nachzuchten von den roten Neon geben. Weil irgendwo werden die in der Kette immer, ne, mit härterem Wasser in Verbindung kommen. Ja, aber wenn das über einen langen Zeitraum passiert, dann werden die steril. Da hat man schon öfter von gehört.
Aber ich sag mal, wenn die importiert werden und dann beim Großhandel stehen die nicht ewig in der Anlage und üblicherweise beim Händler auch nicht, ja, da kannst du davon ausgehen, dass die eben nicht steril geworden sind. Also so schnell geht das nicht. Ja, ich sag mal, so ein Neon, der wird da mal eben locker 12 oder noch älter. Ja, also die können steinalt werden. Bei meinem Vater weiß ich, der hat von mir selber seine roten Neon damals gekriegt und die waren also mindestens 14, 15 Jahre alt. Ja, und auch nicht alle, ja, also ein Teil nur, ne? Aber Neon können verdammt alt werden. Joachim, sag mal, Skalare in 130, 50, 50, wie ist deine Meinung? Danke. Ja, gern. Also, kein Thema. Ja, die kannst du da locker reinsetzen. Also, ich sag mal so, ab Meter, Meter 20 kann man durchaus Skalare halten. Weil Skalare sind ja, ich sag mal, von der Körpermasse ja noch nicht mal 10% von einem Diskus. Ja, also das ist eigentlich. Stoffwechselmäßig sind die. Ja, Spielzeug nicht, aber wie gesagt, Spielzeug. Also die sind nicht annähernd problematisch wie Diskus. Wie viel Diskus kann ich in meinem 720er halten? Ja, ich sag mal, ich habe ja mich schon einige Male zu Diskushaltung ausgekotzt. Also gerade speziell was Diskushaltung angeht. Es gibt keinen Bereich in der Aquaristik, wo es mehr Mythen gibt, die es aufzuräumen gilt. Ja, dazu gehört zum Beispiel, dass der Diskus ein Gruppenfisch wäre. Der Diskus ist kein Gruppenfisch. Der Diskus ist ein revierbildender Buntbarsch. Ja, der ist so lange, schwimmt er in einer Gruppe oder in einem Schwarm, wie auch immer man das nennen will. Solange er jung ist und nicht geschlechtsreif. Ja, und sobald die Diskus geschlechtsreif erlangen, dann bilden sie ein Revier. Ja, sucht sich ein Männchen, ein Weibchen und die Tiere bilden ein Revier. Wenn aus welchen Gründen auch immer der Laich, der dann abgeleicht wird, also der dann gelegt wird, wenn der viel zu früh verschwindet oder was auch immer man wegnimmt oder die Welse, die wegnaschen oder wer auch immer oder die selber fressen oder nicht befruchtet sind. Also wenn ganz früh der Laich verschwindet, dann schließen die Tiere sich wieder vorübergehend einer möglichen Gruppe an. Aber der Diskus ist kein Gruppenfisch. Das ist ein revierbildender Buntbarsch. Der, wenn der Eier legt, keine anderen Fische und auch keine anderen Diskus in seiner Nähe duldet. Das weiß eigentlich jeder Züchter. Na, warum sind in den ganzen Zuchtbecken, warum ist es da nur ein Pärchen drin? Na, sonst nix. Na, das hat seinen Grund. Na, nicht, weil die das so geil finden, sondern weil die keinen anderen in diesen kleinen Becken dulden würden. Die würden die kaputt machen. Und deswegen würde ich sagen, 720 Liter, ein wunderschönes Diskusbecken. Für ein wunderschönes, großes Pärchen mit ganz, ganz vielen Jungfischen. Das ist meine Meinung.